Es ist nun höchste Zeit, denn es geht auf den Punkt zu. Auf den Punkt, den nur Gott kennt, aber durch die Weltanschauung, durch das Weltgetriebe, was momentan herrscht, mehr dem Dunklen zu als dem Lichten gewollt, reinen, hohen zu. Sehen wir, wo wir stehen. Wir sehen, was kommen muss. Und wir sehen, dass zu wenige da sind. Sie sind noch zu wenige, die noch irgendwie irgendwas tun. Und gut, sie haben auch Träume, sie haben auch Offenbarungen. Es sind Vorbestimmungen der Träume, die dann eintreffen werden. Es wird also eintreffen und es muss eintreffen, da diese Menschheit verloren gegangen ist. Sie ist verloren gegangen im Chaos, in den Irrungen, in den Wirrnissen. Sie ist nun gänzlich verloren gegangen. Was ist nun zu tun? Es ist ganz einfach. Der Mensch muss wieder seinen Blick in die Höhe richten, in den Himmel und ihn um Vergebung bitten. Ihn alleine um Vergebung bitten. Und das geht nur in der reinen Sehnsucht zum Licht stehen. Wenn ich also noch die Sehnsucht habe, dem Licht nahe sein, ihm wieder anzugehören, Gott und seinem Sohn, seinen Söhnen, den geistigen, herrlichen Führern und Helfern, dann kann es geschehen, dass es ganz schnell geht und ich dann hinaufgehoben werde auf kleine Stufen, wo ich empfinde und ein Ahnen kommt hoch. Ja, es gibt Gott, es gibt die Kraft, die mich führt und leitet, die mich stützt durch all diese Wirrnisse hindurch. Es gibt Gottes Kraft. Sie ist da. Nur wir müssen darum bitten. Sie kommt nicht einfach so im Säuseln daher, wie ein Stück Schokolade dem Kind gereicht wird, damit es nicht mehr zornig ist oder nicht mehr trotzig ist. Nein, wir müssen in uns kämpfen, den ganzen Herd unserer Schwere, unserer Lasten, den Herd in uns reinigen. So reinigen, damit wir dann, wenn er kommt, der Menschensohn, unter uns stehen wird, dass wir ihm folgen, dass wir mit tausend Dank ihm begegnen. Einige werden sich vor ihm auf die Knie werfen, weil sie diesen Druck nicht aushalten. Es wird einen Druck geben, einen rein geistigen Druck auf des Menschen Geist im Kleingehirn. Dieser Druck wird entstehen und muss entstehen. Reingeist und Geist trifft aufeinander und ist nicht von gleicher Art. Wohl kann das Streben im Geiste, in Reinheit und hohem Ringen zu Edlem den Weg bereiten im Geiste, damit der reine Geist, das Reingeistige, diese hohe Kraft, die aus dem Göttlichen kommt, dass er es auch verwalten kann, der Mensch, diese hohe Kraft.
Es kommt nun also diese hohe Kraft bald über die Menschheit. Über einige Menschen, die sich vorbereitet haben. Und vorbereiten sollen sich auch die Berufenen. Ich frage mich, wo seid ihr Berufene? Wo seid ihr Ritter, Berufene, die dann um den Menschensohn stehen müssen? Ihr müsst stehen um ihn, anders ist es nicht möglich. Wenn ihr nicht um ihn steht, dann holt er andere. Die Aufgabe, die Verantwortung, die der Berufene hat, der es so weit gebracht hat, in Reinheit und Höhe aufzuschwingen, ja, der schon Geisteschwingen hat, der muss nun, ja, es ist der Muss, er muss beim Menschensohn stehen. Denn diese reingeistige Kraft vom Menschensohn muss weitergeleitet werden. Sie muss zu den, man sagt, Jüngern übergehen. Sie müssen zu den Berufenen übergehen, die wahrhaftig stehen in dieser Stunde und auch danach. Also bereitet euch vor, ihr, die ihr glaubt, berufen zu sein oder die schon berufen wurden und die, die Jünger sind, die Ritter sind. Wo seid ihr? Ihr habt die Verantwortung, diese hohe reingeistige Kraft weiterzuleiten. Sie muss durch euch hindurchfließen und zu den Menschen gelangen. Man sagt auch, ihr seid ein Leuchttürme. Aber es ist noch viel stärker, viel höher, viel kraftvoller. Es wird so kraftvoll sein, dass es euch durchzuckt, dass es mit eurem Körper etwas macht, wenn ihr ihn nicht schon vorbereitet habt. Aber soviel ich weiß, wurde jeder Körper jetzt vorbereitet für diese hohen Strahlungen des Reingeistigen. Auch Urgeistigen genannt. Diese hohe göttliche Kraft kommt mit dem Menschensohn auf die Erde. Er führt sie und leitet sie zu den berufenen Jüngern, Apostel, Ritter, zu allen Berufenen, die gelobt haben, ihm zu dienen, innerlich oder sogar mit dem Wort. Wo seid ihr? Ihr müsst nun stehen. Es geht nun ganz, ganz schnell. Und ihr müsst stehen. Wenn die Not am größten ist, kommt der Menschensohn unter die Menschen. Und dann müsst ihr stehen. Ihr müsst den wenigen Suchenden dann diese Kraft weitergeben. Das ist eure Verantwortung. Eine andere habt ihr nicht. Das ist eure Verantwortung. Versteht ihr? Ihr könnt euch nicht sonnen in den Berufen sein. Im Berufen sein verpflichtet. Der Mensch muss seinen Posten einnehmen. Der Posten ist alleine die Kraftübertragung vom Menschensohn zu den Menschen. Wer ohne euch soll das tun? Natürlich wurden viele vorbereitet. Sie wurden über Jahrhunderte vorbereitet. Inkarniert 10-mal. Inkarniert vielleicht nur 5-mal. Aber sie wurden oft inkarniert, damit ihre Körper, damit ihr Geist in der Entwicklung diese Stärke und Höhe erreicht, damit es ihm nicht mehr schadet auf der Erde, wenn viel Chaos und viel Wirrnisse entstehen.
So werdet ihr geführt. Ihr werdet stehen, aber nur, wenn ihr es wisst. Wenn ihr dieses Wissen in euch tragt, dass ihr auserwählt wurdet, dem Menschensohn beizustehen. Es gibt kein Spielen, kein Hin und Her mehr. Es gibt nur noch den Posten erfüllen. Und jeder erfüllt seinen Posten, wo er gerade steht, jetzt auf der Erde. Er kann ihn noch etwas verändern, je nachdem, wo seine Freiheit liegt. Aber im Anderstun soll auch wieder die Freiheit sein, die er jetzt schon bekommen hat. Der Mensch muss also frei sein, um das zu bekommen, was nötig ist für ihn, was ihn auffüllen soll in seinem Geiste, was sogar ihn beflügeln soll, indem er ein Geschenk bekommt aus dem Reingeistigen, das dann wie eine Flamme über ihm vibriert. Ja, diese Flamme, die dann vibriert, ein Funke aus dem Reingeistigen, sollte dann dieser Mensch bekommen, der berufen ist, auserwählt, dem Menschensohn zu dienen. Dem Menschensohn Immanuel. Der Menschensohn ist hier. Einige wurden vorbereitet im Körper, aber nur einer wird es sein. Es braucht nur einer zu sein, die anderen sind berufen und wissen davon nichts. Sie wurden vorbereitet und ihre Körper sind so stark, dass sie dann den Willen Immanuels folgen. Sie gehen mit ihm, gestärkt, bewusst, so stark, dass er sie immer zum Sieg führt. Der Sieg wird bei ihnen sein, denn kraftvoll müssen sie stehen nun, ohne besser wissen wollen, ohne Selbstbereicherung, einfach nur stehen, in dem, was sie sind, in dem, was sie mitbringen, an Gaben und Fähigkeiten, an dem, was das Licht mit ihnen vorgesehen hat. Und das empfindet jeder in sich, was das Licht mit ihm vorgesehen hat. Das Licht macht mit ihm nicht etwas, was der Mensch nicht kann, nicht ausführen kann. Die Kraft, die kommt in ihn, in dem Augenblick, wo er fähig ist, ganz in Überzeugung dem Licht zu dienen. Und ich kann nur sagen, es ist sehr, sehr nahe. Es ist so nahe, dass bald der Menschensohn ausgesprochen wird, denn es ist höchste Zeit, dass die Menschen einen Punkt erhalten. Einen Punkt, wo sie sich wieder orientieren können, und die Suchenden werden dann darin ihre Kraft erhalten, die sie führt und jeweils zum Sieg führt. Sieg auf Sieg soll dann geschehen auf dieser Erde. Ja, wir sind knapp davor und lass das Dunkel, lass die Wirrnisse und der Chaos geschehen. Es muss so sein.
Denn dunkel ist sein Fleisch sich im Dunkeln. Der Mensch hat längst den Weg vorgegeben und ist längst im Licht stehend oder erfolgt im Dunkel. Haltet euch deshalb nicht auf mit diesen Menschen, die schon im Dunkel stehen und nur das Dunkle wollen. Haltet euch auf mit Menschen, die und geht in Gruppen, welche dem Lichte zustreben, die das hohe, reine Wollen haben. So ist der Mensch dann auf dem richtigen Weg. Nun, heute trage ich einen Hut, darum geht es mir gut. Es ist nicht so einfach, aber und doch hat es etwas, das Reimen der Wörter. Es gibt immer eine hohe Schwingung. Heute trage ich Hut, darum geht es mir heute gut. Man könnte es noch schöner sagen. Auf jeden Fall, das Hut tragen ist wichtig für den Menschen, da er dadurch seine Persönlichkeit mitteilt, voll und ganz. Es gibt viele Ansätze in der Kleidung, die der Mensch wieder aufnehmen sollte. Es ist der Schönheitssinn, das den Menschen dann veredelt und in der Wahrhaftigkeit zeigt. Tja, nun, ich bin wachsam und erwarte nun die vielen Berufenen, die ich seit 2018, seit dem 10. September, gerufen habe, rufen durfte, in einer hohen Anbindung zum Licht, habe ich die Berufenen gerufen, dass sie wieder zu Immanuel und zu Jesus finden, zu Gottvater. Ich habe sie gerufen, die einen kommen in den Dienst, die anderen bleiben noch außerhalb und schauen zu, aber sie machen sich innerlich fertig. Sie kämpfen im Innern, dass sie rein bleiben, denn das Licht will reine Menschen für diesen neuen Aufbau auf der Erde. Also kämpft in euch zuerst und dann erst im Außen. Dann habt ihr es gelernt, was wahres Kämpfen ist. Kämpft innerlich in euch, zuerst und dann im Außen. Und nun geht in euren Kampf. Wer die Reinheit kennt, wer die Liebe kennt, der hat keinen Kampf mehr, denn der ist im Frieden. Und er ist so im Frieden, dass er in jeder Situation immer das Rechte tut. Er fordert nicht, dass es ein Sieg geben muss. Er fordert nicht, er ist im Frieden. Denn er weiß, dass es so, wie er steht und wie er kämpft im Innern, dass er so siegen wird. Ja, er weiß es. Denn er hat schon viel gesiegt. Viele Siege wissen wir nicht mehr, weil wir vieles verdrängen, was gut ist und herrlich um uns. Es sind auch oft einfache Dinge, die da sind, und wir nehmen sie nicht mehr so wahr. Darum sagte ich immer, erzählt Geschichten aus eurem Leben, die ihr erlebt habt, rein und klar erlebt habt. Aber es ist nicht einfach. Der Mensch kann noch nicht abschalten und einfach hinübergehen in die Geschichten.
die von ihm stammen, seine Geschichten. Auch dazu muss der Mensch noch finden. Er hat noch viel vor sich. Er muss noch vieles tun, damit er wieder richtig Mensch sein kann. Gut. So wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Euer Tag, mein Tag, Montag. Es ist euer Tag. Wartet nicht auf den Freitag. Lebt den Montag. Alles Gute. Markus Bösch.